So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Letztes Mal sind wir Level 100 geworden. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier schon starte. Eigentlich muss ich erst hier reingehen und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir richtig am Start. Ich werde irgendwo landen, wo viel Wasser ist. Ich werde es zumindest versuchen. Nur nach Möglichkeiten da, wo viele landen. Und ich sollte halt erstmal trotzdem natürlich Energie sammeln. Wir fliegen direkt über den See. Ah, weiß ich nicht. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, komm, wir gehen hier runter. Oh lol, wir haben jetzt hier dieses Star Wars-Dinger. Wir haben jetzt halt viele, viele neue optische Geschichten bekommen, ne? Also es kann jetzt oft eine Überraschung geben, was wir gerade so an Zeug haben. Jetzt haben wir einfach so einen Star Wars-Gleiter. Ich glaube, den hatten wir davor noch nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es sieht immer nur neu aus. Es ist nichts Neues. Ja, auch als Hacke oder wie man das Ding hauptsächlich bezeichnet, haben wir gerade so ein Doppelding. Das ist aber nichts anderes so. Das ist das gleiche wie sonst auch. Vom Gameplay her. Es sieht nur anders aus. Aber das ist ja das, worum es geht. Ja, man kauft halt neue... kaufen nicht. Man bekommt neue so Geschichten. Ja, ich bin hier gerade nicht sonderlich gut dabei, was Munition angeht. Jetzt haben wir ein bisschen Munition. Okay. Und wir sind aber auch... Ah ne, wir sind noch gar nicht. Wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Okay. Ich möchte mal ein bisschen mehr drauf achten. Komm du gleich mal her, dass wir dich gleich mal bändigen. Hallo. So. Ich möchte mal gleich so ein bisschen drauf achten. Okay, da müssen wir hin. Genau, wo Kapseln? Oh mein Gott! Wo ist sie? LOL, ach, die stürzen ab, die Kapseln. Okay, komm mit. Komm mit. Aber die ist trotzdem ganz in meiner Nähe abgestürzt. Da komme ich hin. Das wäre unsere erste Kapsel, die wir öffnen können. Und da ist wahrscheinlich dann Shindo-Chun und Kamehameha drin. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir wissen es nicht, aber wir werden es gleich wissen. Genau. Sehr geil. Okay, mit der Kamehameha muss ich eh noch Objekte zerstören. Ich würde sagen, die Bäume bieten sich an. Das sind relativ viele Objekte. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken. Naja. Es waren jetzt nicht so viele. Aber ist in Ordnung. Gleich mal so ein bisschen in so einer Reihe stellen. Ah, 57, okay. Nicht der beste Ort, um Sachen zu zerstören, scheinbar. Wir gucken mal, wo wir ein bisschen mehr finden zum Zerstören. Ich habe nämlich nur noch eine Kamehameha. Es müssen halt so kleine Sachen sein, wo man irgendwie... Oh! Tankstelle. Let's go. Da müsste ich doch jetzt ordentlich viel zerstören können, oder? Ja, okay, es ging ganz gut hoch. Es ging ganz gut hoch. Nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ging ganz gut hoch. Okay, aber damit haben wir jetzt schon verstanden, wie man auch ohne diese Verkaufsautomaten an Dragon Ball Sachen rankommt, über die Kapseln nämlich. Es ergibt natürlich vollkommen Sinn. Dass ich da nicht eher dran gedacht habe, ist ein bisschen ärgerlich. Aber ist okay. So, wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Okay. Hier brennt auch nichts mehr, ne? Okay. Gut, ich wollte eigentlich zum Schwimmen. Aber das können wir jetzt immer noch machen, problemlos. Denn es ist sowieso alles hier in der Gegend, wo wir hin müssen.
Das passt ganz gut. Das passt glücklicherweise ganz gut. Können wir uns vorher noch ein bisschen Munition hier snacken. So. Vielleicht noch eine bessere Waffe. Jawohl. Sehr schön. Die können wir ersetzen. Gut. Noch mehr Munition. Oh, ganz wichtig. Voller Schild. Ganz wichtige Kiste. Und dann Abflug. Komm mit. Wir gehen eine Runde schwimmen. Zählt es, wenn ich mit ihm schwimme? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss wahrscheinlich selber aktiv schwimmen. Na, wenn ich jetzt hier schwimme, zählt es bestimmt nicht. Weil es geht ja um mein Training, also muss ich schwimmen. Ja, nicht so geil. Okay. Ach, weißt du was? Ah, shit, Vegeta hat mich erledigt. Ärgerlich. Habe ich jetzt ein bisschen was mit Schwimmen bekommen oder nicht so? Würde mich jetzt interessieren. Ich meine, die Chinochun habe ich bekommen. Ja, okay, 43 von 500. Ist in Ordnung. Gut, gut, gut. Alles klar. Gleich in die nächste Runde. So, da geht's auch gleich los. Wenn so ein Goku hier noch eine Runde rumflext. Ach ja, so. Wo schwimmen wir denn diesmal eine Runde? Weil wir könnten eigentlich bis darüber. Weil da werden einige hinfliegen. Ah, es ist gar nicht so leicht, einen vernünftigen Ort zum Schwimmen zu finden, ne? Ah, doch, ich habe eine gute Idee. Das sollte funktionieren. Da drüben dürften wir unsere Ruhe haben. So, dann können wir nämlich hier gleich wieder starten mit so ein paar... Dings, wie heißen die Dinger? Ja, genau die meine ich. Saufpack. Ich vergesse immer wieder den Namen, ne? Mehr Saufpack bitte. Perfekt. Damit kann man nämlich schon mal gut starten in die Geschichte. So, dann haben wir auch schon ein bisschen was zum Kämpfen. Oh, hier drin kann ich nicht schwimmen. Okay. Na, wo müssen wir hin? Okay, bis darüber. Gut. Wenn ich da jetzt nämlich einfach mal rüberschwimme, dann die Richtung, das sollte doch ganz gut laufen. Natürlich würde ich erst mich noch ein bisschen ausrüsten. Das ist ganz klar. Mit Waffen und so. Wie man das halt braucht. Was bist du? Kampfsturmgewehr. Her damit. Mehr Munition. Ja, können wir erstmal so lassen. Da wird geschossen. Will ich mich da einmischen? Eigentlich will ich mich gerade nicht einmischen. Eigentlich will ich mich gerade echt nicht einmischen. Ich will mich ein bisschen ausrüsten und dann will ich schwimmen gehen. Und ich denke, genau das machen wir jetzt auch. Ich denke, da mache ich am wenigsten falsch. Und ich würde auch gerne eben da schwimmen, wo kein Hai gleich auftaucht. Und das ist hier der Fall. Ja, hier können wir eine schöne Runde schwimmen. Bisschen uns umgucken. Schwimmen kostet ja auch keine Kondition. Wir schwimmen einfach eine Runde. Wunderbar.
Und wenn wir schnell weg müssen, dann können wir hier das Boot nehmen und sind auch schnell weg. Ne, Fischi? Sagt ihr auch. Vorher natürlich gleich mal hier alles öffnen. Sehr gut. Noms und Noms. Und damit sind wir auch voll, was unser Schild angeht. Okay, den nehmen wir jetzt allerdings noch mit, weil der auch das Schild auflädt, wenn wir es brauchen. Wichtig und richtig. Okay, ja, dann sind wir soweit ganz gut ausgerüstet. Dann schwimme ich jetzt eine Runde rum, bis das aufgeladen ist. Dauert jetzt halt ein bisschen. Wir sind bei 204 von 500. Aber wir können, wie gesagt, jederzeit mit unserem Boot dann weg. Sollte die Zone schneller kommen als gedacht. Vielleicht kann ich eigentlich rausschwimmen. Und man kann halt nicht schneller schwimmen, so, ne? Es wird einfach nichts. Ich glaube, auch Springen ändert nichts an schneller schwimmen. 355. Ah, es geht. Wir haben es gleich. Und gleich kriegen wir unsere Meldung. So, und jetzt muss ich wieder eine Geräteetablierung herstellen, ne? Genau. Wo ist das möglich? Okay, perfekt. Nirgendwo, wohin wir können. Schade. Was wir allerdings könnten, wäre vielleicht sogar schnell noch die Kapsel da mitzunehmen. Oha. Abkürzung. Chillige Abkürzung. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht rechtzeitig hin, ne? Könnte knapp werden. Ich bin auch hier ganz schön blöd gerade unterwegs, muss ich gestehen. Aber da ist meine Abzweigung, zu der ich hin muss. Okay. Wettrennen gegen die Zone. Aber ich fürchte fast, das verlieren wir, das Wettrennen. Oh, die Kapsel ist weg. Ja, jemand hat sich die Kapsel gesnackt. Okay. Mann, was tue ich? Okay, aber dann fahren wir schnell noch wieder zur Zone zurück. Ja, da ist unser Bäumchen. Das nützt mir jetzt nichts. Aber hier ist dann die Zone. Oh! Hier ist ein Dragon Ball Ding. Komme ich da hoch auf die Schnelle? Oh, scheiße. Der hat mich noch nicht bemerkt. Okay, Darth Vader. Kurz mal annehmen. Oh, wir haben direkt einen, okay. Wir haben direkt ein Gegnerchen. Aber was ist mit Darth Vader jetzt? Das war nicht so gut. Scheiße. Das war gar nicht so gut. Schade. Okay, naja. Na gut.
Das war keine gute Runde. Naja, wobei, wir haben das Schwimmen gemacht. Wir haben das alberne Schwimmen erledigt. Einfach in die nächste Runde. Let's go. So, kurzer Lagebericht. Wir müssen also eine Geräteverbindung etablieren. Und das ist dann hier irgendwo. Und ich sehe gerade, es gibt auch noch einen Teil 7 von Gute Vibes. Also das wird immer noch nicht das Ende sein. Okay. Und der kommt in einer Woche. Teil 7. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen wieder den hier. Weil ich glaube, da sind wir am besten dran. So, ich bedanke mich schon mal beim Busfahrer. Und dann gucken wir mal. Musik passt gerade voll gut zum hier drüber fliegen. Die Musik passt allgemein gerade voll gut zu dem Abschnitt. Leider sind wir jetzt nicht alleine. Ah. Was hab ich denn da für ein komisches Zeug? Keine Ahnung, wo das dazu gehört. Wahrscheinlich auch Star Wars. Weiß es nicht. Hab das noch nie gesehen. Jetzt landen hier überall welche. Das ist nicht gut. Ah, der Schild war da, das Ding war ja da drüben. Da muss ich jetzt wieder dahin, oder was? Ich muss wieder dahin, okay. Ich muss also zum Schild zerstören. Ja, das ist jetzt schlecht. Egal, wir probieren's. Die Frage ist, kann ich da jetzt hin, oder werde ich da jetzt weggeschnetzelt? Weil ich fürchte... Ah, da unten ist schon einer. Ich fürchte, wir sind jetzt hier nicht so... Oh mein Gott! Hier fliegt einfach schon wieder eine Kapsel runter. Ah, die werde ich nicht bekommen, oder? Ich glaube, das geht nicht gut, wenn ich jetzt reinrenne. Gilt es mir, die Schüsse? Gelten die Schüsse mir? Wenn ja, habe ich ein Problem. Okay, waffentechnisch wird es gerade ein bisschen besser. Was hast du denn da Hübsches dabei? Das nehme ich mir doch gleich mal mit. DMR, 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 DMR. Ab dafür. Sehr schön. Okay, ist die Kapsel noch... Die Kapsel ist noch da. Die hat sich noch keiner gekrallt. Wir sind halt hier jetzt nicht... Ich wollte nicht hochhüpfen. Scheiße. Das jemand bemerkt? Nein? Okay, cool. Aber ich werde sicherlich nicht der Einzige sein, der zu dieser Kapsel rennt. Okay, komm, wir machen kurz einen Zwischenhalt. Wer weiß, ob es sich lohnt. Ah. Ah, wobei. Besser als das komische Ding ist es auf jeden Fall. Insofern ist das okay. Könntest noch ein Auto nehmen, aber wir sind ja gleich da. Sehr gut, das ist unsere zweite Kapsel, die wir bekommen. Wunderbar.
Einmal Kamehameha, einmal Wolke. Optimado. Oh, Karosserieküste, auch neues Gebiet. Waren wir auch noch nicht so richtig offiziell. Ja, jetzt sind wir 101 und das bringt uns nichts mehr. Sehr gut. Okay. Soll ich kurz die Mission weitermachen mit dem Zerstören? Oh, wir müssen ja zu dem Sessel zurück. Schaffen wir das noch, wäre jetzt die Frage. Das war jetzt nicht allzu viel geflogen mit Jindo-chun. Wo ist eigentlich das Gebiet? Wir sind im Gebiet. Ja, optimal. Wir können den Sessel zerstören. Ja, optimal. So, kann ich hier mal jetzt hier hochspringen? Das muss doch gehen, genau. Ich würde nämlich von hier aus mit Jindo-chun losfliegen wollen. Dass wir möglichst weit kommen. Ja, wir kriegen jetzt die restliche Distanz mit Jindo-chun. Locker. Locker. Sehr gut. So, das reicht auf jeden Fall für die Distanz von Jindo-chun. Müsste gleich die Mission kommen. Und hier ist der Sessel. Muss ich den jetzt nur mit E zerstören oder muss ich den angreifen? Wie ist das jetzt gedacht? Ja, was muss ich denn tun? Geh mir mal nicht auf den Keks hier, Freund. So. Aber was muss ich tun? Durchbricht das Energiefeld rund um den Sessel. Wie denn? Mit was? Ach. Mit der ganz normalen Waffe. Okay, alles klar. Sammle den Sessel auf. Let's go. Die Schockwelle hatte Stärke 8,5 und war noch Lichtjahre entfernt spürbar. Kim? Auf dem Weg, Paps. Ich hab dir gesagt, dass das nicht besser ist. Und das war's mit Teil 6. Sorry, attraktiver Paps? Nach der Sache hier programmiere ich dich um. Also das ist... Ich weiß nicht. Bald habe ich Antworten. Das war's mit Teil 6, okay? Ich will die Munition haben. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, also ist okay. So. Jetzt könnten wir lustigerweise hier einige Sachen noch kaputt machen, ne? Inklusive dem Typen da. Chillig. Hat das ordentlich Schaden? Ja! Geht so, ne? Komm, nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich nicht fliegen, weil ich komme davon nicht so schnell runter. Ja, das war jetzt nicht so der Plan. Oh, der hat das selber. Ja, schlecht für dich. Oder was war das denn jetzt? Was liegt da denn? Ach, noch eine Kapsel. Ja, stabil. Okay. Könnte ich mir eine neue Kamehameha holen? Ja, auf geht's. Aber man merkt schon deutlich die Schwächen, ne? Ich meine, wenn man das einsetzt, ist man halt komplett wehrlos. Also. Das sollte man auch sehr vorsichtig ein. Nee, so wollte ich das nicht, so wollte ich das. Ja, ist doch gut. Du musst mich doch nicht angreifen, Freund. So, zum Glück greift er nur das Schild an und das
regeneriert sich sofort wieder. Okay. Jetzt zieht sich's dann weiter hier in die Richtung zusammen. Ist in Ordnung. Wir heben die mal auf. Für den Fall der Fälle. Ne? Aber die Shinjo-Chun-Mission müssten wir jetzt erledigt haben. Genauso wie die gute Vibes-Missionen. Ja, das dürfte es nicht mehr anzeigen. Okay. Sammle Shinjo-Chun und das Kamiha in verschiedenen Matches auf. Ja, okay, das ist halt, gehört noch dazu. Und Objekte mit dem Kamehameha zerstören, haben wir jetzt 20, die noch fehlen. Oh, Shinjo-Chun haben wir doch noch nicht fertig. Na, schau mal einer, guck. Dann machen wir das doch fix. Ah, von der Shinjo-Chun aus kann ich Kamehameha feuern. Von der Shinjo-Chun aus kann ich das feuern. Interessant. Okay. I see you. Wie viel muss ich jetzt noch zerstören? Okay, aber jetzt sind hier so viele Sachen, die müsste ich doch mit einem Wisch jetzt bekommen. ...95! Jawohl! Ein Stoß noch und das war's. Hallo? Das muss reichen. Jawohl! Hat gereicht! Wo ist der epische Vogel hin? Habe ich den nie erwischt? Bin ich so bad, was den epischen Vogel angeht? Oh, unfassbar. Uff. Na gut. Na gut, meinetwegen. Oh! Wichtig. Gleich auffüllen. Gleich auffüllen den Quatsch hier. Gleich auffüllen. Gleich mal nachladen auch. So. Da kommt noch eine Kapsel. Was ist denn hier los? So. Jetzt ein bisschen auf Gegner achten. Das war die Kapsel, ne? Ja. Du bist kein Gegner. Wo ist die Kapsel gelandet? Mein... Oh. Die hat scheinbar schon jemand. Das ging fix, okay. Das ging sogar sehr fix. Haben wir noch, Möglichkeit, Matches zu begehen? Ja, sehr gut. Das ist, was ich suche. Dann könnte ich nämlich noch ein Match starten. Oh, das ist gar nicht hier. Oh mein Gott, eine blaue. Ich werd bekloppt. Ersetzen. Let's go. Stark. Aber wo ist jetzt... Hier ist das Ding. Hier ist das Ding. Let's go. Wo ist der Typ? Da drüben. Okay. In der Richtung. Problem ist... Nicht in meiner Zone. Und da die Zone sich eh gerade zusammenzieht. Okay, aber er muss sich ja hierher begeben. Er muss sich ja auf irgendeine Form hierher begeben. Ich bleib mal so ein bisschen hier... Ich bleib mal so ein bisschen hier bedeckt. Und pass ein bisschen um mich auf, um mich herum.
Ob wir irgendwo was sehen. Ja. Da ist jemand am Start. Okay. Das ist gar nicht so schlecht, dass die sich da jetzt battlen. Chinochun hier am Start, okay. Und mein Dings kommt auch näher. Mein Rivale. Ja. Sehe ich den von hier aus schon? Weil die Richtung würde stimmen. Und der müsste mich aber ja auch sehen, ne? Also der müsste mich ja genauso im Kreis, als Kreis sehen. Also wir sehen uns ja gegenseitig als Kreis. Sonst wäre es ja ein bisschen fies. Oh mein Gott, wir sind nur noch 3 Spieler. Das heißt, er ist einer davon. Und wo der andere ist, wissen wir noch nicht. Da kommt... Nee, das ist ein Tier. Okay, die Zone verlagert sich nach da drüben. Der ist zu weit weg, scheiße. Wie hat mich jetzt einer gesehen? Was zur Hölle? Wo? Wer? Oder ist... Oh, nee! Sind es die Wächtertypen? Die habe ich jetzt ja gar keinen Bock. Nein, das wollte ich nicht! Damit habe ich mich ja natürlich jetzt komplett bemerkbar gemacht. Ach du Scheiße. Ganz schlechte Idee. Das war so das Letzte, was ich wollte. Jetzt wissen alle, wo ich bin. Rip me. Weil der Typ, der mich verfolgt, weiß es ja sowieso, aber der andere wusste es bisher noch nicht. Das hat sich soeben erledigt. Shit. Der ist da draußen. Der ist einfach da draußen. Und ich bin hier drin. Und wir wissen es gegenseitig. Oh mein Gott. Hey, der muss sich da irgendwo verstecken. Also ich sehe doch, ich gehe doch literally jetzt in die Richtung. Wo ist der? Oder die? Dang it. Wir sind... Versuch's gar nicht erst. Scheiße. Sie hat mich erwischt. Aber den anderen habe ich mitgenommen. Okay. Boah. Puh. Ich glaube, ich habe den Falschen getötet. Das war nicht mein Match, ne? Das war nicht mein Match. Aber es ist okay.
Wir haben die Vibes-Missionen abgeschlossen. Insofern ist das alles in Ordnung. Heieieiei. Okay. Gehen wir zurück zur Lobby. Reicht für den Part. Ah, gerade finde ich es echt spannend. Mit diesen Versus-Dingern ist es nochmal cooler. Mit diesen Versus-Dingern ist es nochmal ziemlich cool geworden, finde ich. So. Yo! Alles klar. Na, wie gesagt, wir haben jetzt so viele neue Aussehen durch den Battle Pass bekommen. Ich habe keine Ahnung, was es da alles gibt. Ne? Wir sind ja so ein bisschen in Ruhe durchgegangen, aber das reicht natürlich nicht aus. Gut. Den nächsten Part würde ich dann aber erst starten, wenn das hier mit offen ist. Dass wir nicht nur so ein bisschen was erledigen, sondern dass wir immer genug zu erledigen haben. Und gute Vibes geht erst in einer Woche wieder weiter, also da kann ich chillen. Aber wir haben halt Dragon Ball technisch jetzt jeden Tag kommen neue Sachen. Oder ich warte so 2-3 Tage und habe dann mehr zu tun. Da könnte man auch überlegen. Weil paartechnisch sollte ich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurechtkommen. Die 100 Level haben wir voll, also Leveln ist auch nicht mehr wichtig. Es geht jetzt wirklich nur noch darum, wenn die Missionen sinnvoll sind, wenn es da noch sinnvolle Sachen gibt. Die kann man noch mitnehmen, aber ansonsten sind wir, was Season 3 angeht, Saison 3 angeht, oder Kapitel 3, ich habe keine Ahnung, wie rum das funktioniert, was da jetzt das Eigentliche ist. Aber soweit sind wir ziemlich gut dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.